Hallo allerseits, ich bin heute auf der IAA Mobility und bin hier am Stand der Firma Evoc. Die ist auf Sportrucksäcke spezialisiert. Und das ist hier Anne Schwarz. Die hat hier nicht einen Rucksack entwickelt, sondern für einen Rucksack eine Ergänzung. Das sieht man hier schon. Ein Fahrradfahrer, der gestürzt ist. Ein Airbag für Fahrradfahrer. Ja, hallo, ich bin die Anne. Ich bin von Evoc. Evoc, Protektoren-Rucksackhersteller. Und wir sind hier mit einer neuen Produktlinie Commuting fürs Fahrradcommuten in der Stadt. Und da haben wir unser Technologieprojekt allen voran, den Commute Air Pro 18, den ich euch gerne näher vorstellen möchte. Commute Air Pro 18. Für was steht die 18? Fürs Alter mit Sicherheit nicht. Nicht fürs Alter, nein. Die 18 steht für das Volumen, das Fassungsvolumen des Rucksacks. Kann auch stellvertretend für das Airbag-Volumen gelten. Das hat nämlich auch 18 Liter. Gut, dann können wir uns das mal anschauen. Hier ist der Airbag jetzt ausgelöst, offen. Mal zum Zeigen, zum Demonstrieren. Ich habe mir vorhin schon sagen lassen, der Airbag ist, glaube ich, nur so ein paar Sekunden richtig voll aufgeblasen. Und danach lässt auch die Luft wieder nach, muss ja wieder nachlassen. Genau, das ist richtig. Wir haben ein sensorisch basiertes System, das über 6 verschiedene Sensoren 1000-mal die Sekunde die Lage im Raum des Fahrers detektiert und bei einem Sturz auslöst. Das bewirkt das Anstechen einer Kartusche und das Füllen des Airbags, der im Rucksack vorwiegend in den Schultergurten verbaut ist. Das können wir uns mal anschauen hier an dem Rucksack drüben, wo das jetzt alles verstaut ist. Das Hauptvolumen des Airbags ist verstaut in den Schultergurten. Wir haben hier einen Reißverschluss. Das heißt, hier haben wir die 18 Liter Volumen, Transportvolumen, und hier ist dann die Auslöseelektronik verstaut und die ganze Technik. Genau, hier ist die ganze Technik verstaut. Einmal die Auslöseeinheit mit Kartusche. Man sieht hier schon den Airbag, der im Rucksack verstaut ist. Ein Teil der Halskrause ist auch im oberen Teil des Rucksacks verpackt. Der Hauptteil eben in den Schultergurten. Auslösen. Wir haben hier oben eine kleine Schwachstelle, ein Quick Burst Zipper nennt man das. Hier reißt bei entsprechendem Druck der aufgehende Airbag den Reißverschluss auf und bewirkt das Öffnen des Schultergurtes. Ich kann das auch gerne mal etwas vorführen. Und man sieht hier schön den Airbag im Schultergurt verpackt. Der ist entsprechend gefalten. Und kann ich danach auch gerne mal vorführen, wie es geht. An 4 verschiedenen Punkten pro Seite, das heißt 8 Verbindungselemente, ist der Airbag am Rucksack befestigt. Das sind hier diese Befestigungselemente und klappt sich dann entsprechend nach außen. Ansonsten hat der Rucksack wie alle Ihre Evoc-Rucksäcke dann noch ein Protektor integriert für den Rücken zur Verstärkung. Genau, nicht nur der Airbag, wir haben damit die Schutzzonen Nacken, Halswirbelsäule, Schultern, Schlüsselbeine, Brustkorb, und wir haben eben unser LightShield Plus verbaut im Rucksack drin als Rückenprotektor, um eben da auch nochmal eine ausreichende Schutzwirkung zu geben. Und in der Praxis, wie mache ich das dann? Wie lege ich dann den Rucksack an? Zuallererst stelle ich meine Schultergurte auf meine Größe ein, schließe den Hüftgurt. Das ist eine persönliche Schutzausrüstung, und damit alles an Ort und Stelle sitzt, muss das gewährleistet sein. Zum Aktivieren des Rucksacks habe ich unsere Brustgurtschnalle. Die ist über ein Kabel mit der Einheit im Rucksack verbunden, und durch einfaches Schließen der Magnetbuckel, das ist eine Kooperation mit Fitlock gewesen, aktiviere ich das System, es fährt hoch und blinkt grün. Ich kann hier auch den Ladezustand des Systems ablesen. Er würde rot-grün im Wechsel blinken, falls es dann Richtung Ende mit dem Akku geht. Wie oft muss ich den Akku nachladen? Der Akku hat eine Laufzeit von 32 Stunden. Das kommt darauf an, wie lang Ihre Radfahrpendelstrecke ist. Viertelstunde hin, zurück, also der hält schon gerne mal eine Woche. Das kommt, wie gesagt, auf die Länge der Fahrt an.
Wichtig ist dabei, den Rucksack erst zu aktivieren, wenn ich auf dem Rad sitze, denn jede sturzähnliche Bewegung kann zu einer Auslösung führen. Für alle anderen Aktivitäten, also ich steige vom Rad ab, bin fertig mit der Fahrt, gibt es eine Parkposition, in der ich die Magnetbuckel positionieren kann, sodass keine ungewollte Schließung der Schnalle stattfindet und damit auch keine ungewollte Auslösung. Das heißt, auf die Art und Weise wird der Airbag dann scharf geschaltet. Genau. Und das heißt, der Airbag selber, die Überwachung, überwacht dann relativ oft pro Sekunde dann die Beschleunigung und die sonstigen Werte. Genau, wir haben 6 Sensoren verbaut im Herzen der Auslöseeinheit des Rucksacks, die bis zu über 1000 Mal pro Sekunde die Lage im Raum, die Beschleunigungen des Fahrers detektieren und je nachdem quasi nach dem Algorithmus, wie er programmiert ist, eine Auslösung bewirken oder eben nicht. Also wirklich ziemlich viel Hightech, die da drin steckt. Ja. Meine dumme Frage, wenn der Airbag ausgelöst ist, schmeiße ich den Rucksack weg? Nein, natürlich nicht. Daran haben wir auch gedacht. Der Airbag hat ausgelöst. Wir können die leere Kartusche entfernen, Luft rauslassen und man kann den Airbag wieder einfalten. Wir haben dazu auf dem Airbag die Faltlinien eingewebt, an denen der Airbag entsprechend einer Anleitung gefalten werden muss und dann wieder selbst vom Kunden eingepackt werden kann. Der Reißverschluss ist ebenfalls wiederverwendbar. Die Kartuschen, da bräuchte man eine Ersatzkartusche, man kann die zu uns einschicken und wir recyceln die wieder und Sie bekommen eine neue im Austausch. Das heißt, ich schicke entweder die Kartusche ein oder den Rucksack zur Überprüfung ein, zahle eine Pauschale wahrscheinlich in irgendeiner Größenordnung, genau, und bekomme den dann wieder gesichert retour, ja, und habe dann wieder die Sicherheit, dass ich dann wieder sicher, ja, Fahrrad fahren kann. Einmal im Jahr empfehlen wir sowieso ein Einschicken des Rucksacks, um auch vielleicht ein Software-Update aufzuspielen. Wir würden es auch anbieten, dass wir den Airbag nach Stürzen kontrollieren, auf Abrasionsvorkommen. Und damit Sie. Jetzt die letzte bescheidene Frage, ja, dann noch, nachdem so ein Rucksack ja dann sehr viel Hightech dabei hat. Mit 300-400 Euro wird das wahrscheinlich nicht mehr gehen, fürchte ich. Nein, leider nicht, aber der wird sich im Preis, in der Preis-Range zwischen 800 und 900 Euro befinden. Wir haben das hier auf der IAA als Konzeptstudie vorgestellt und da behalten wir uns noch kleine Änderungen vor. Das heißt, das ist jetzt hier Premiere auf der IAA? Das ist Premiere auf der IAA. Und die Erfindung, die Idee geht dann auf Sie zurück? Ich habe den entwickelt. Ich bin seit 2 Jahren bei EWOC. Ich habe als Masterandin angefangen. Das ist meine Masterarbeit, mein Masterprojekt. Und freut mich sehr, dass nach 2 Jahren Entwicklungsarbeit so weit gekommen ist, dass wir das verkaufsfähig präsentieren können. Verkaufsfähig? Das heißt dann, wann ungefähr kommt es auf den Markt? Wann ist es verkaufbar? Offiziell im Handel erhältlich sein wird es nächstes Jahr im September. Also Herbst 2022? Genau. Wir werden vorher noch eine kleine Online-Kampagne starten über die Webseite von EWOC mit einer kleinen Menge im Sinne einer, ja, Online-Kampagne und haben da eben die ersten kleinen, eine erste kleine Menge an Rucksäcken verfügbar. Das wird sein im April, um den April nächsten Jahres. Gut, dann bedanke ich mich bei Anne Schwarz für die Vorstellung des EWOC und für die Erklärungen, wie das alles funktioniert, was da alles an Technik in diesem Rucksack drinsteckt. Man möchte es ja gar nicht glauben, dass in einem Rucksack auch jede Menge Hightech stecken kann. Ich wünsche viel Erfolg bei der Messe. Dankeschön.